Hi und herzlich willkommen auf Björns YouTube-Welt. Ich habe mal wieder ein interessantes Produkt bekommen, das kannte ich so vorher noch gar nicht. Ein optisches HDMI-Kabel. Schauen wir uns jetzt einmal im Detail an und wir werden das natürlich ausprobieren, denn mein Monitor, ihr wisst ja, Odyssey G9, der kann ja, ich glaube, bis 120 Hertz oder 144, ich bin mir da nicht ziemlich sicher. 8K soll dieses Kabel können, 8K habe ich nicht in meinem Haushalt, aber ich werde da meine Xbox mit 4K dranhängen und das einmal kurz mit euch ausprobieren, ob das Ganze auch so funktioniert, wie ich das erhoffe. Und erstmal schauen wir uns das Produkt an im Detail, denn da gibt es einiges zu beachten und ein paar interessante Features, die dort aufgelistet werden, und wir wechseln jetzt dafür einmal auf den Unboxing-Tisch. Produktlink natürlich unten in der Videobeschreibung. Das ist ein Amazon-Affiliate-Link. Wenn du darüber bestellst, bekomme ich eine kleine Provision und ja, fangen wir mal an. Erstmal so viel vorweg, hier ist noch eine Folie drum, ich habe es noch gar nicht ausgepackt, das werden wir gleich gemeinsam machen. Wir schauen einmal kurz, was hier auf dem Karton steht, und zwar soll das ein 8K optisches Fiberglaskabel sein, also ein Glasfaserkabel, das bis zu 8K, also UHD in 8K übertragen soll, mit Dynamic HDR, 3D Stereo, Dolby Vision und Atmos und ein Farbraum von BT2020, diesen Standard 12-Bit Farbtiefe und null Interferenz, also es soll direkt übertragen werden. Das kann ich natürlich jetzt sehr schlecht messen, habe kein Labor dafür. Dieses Produkt ist in verschiedenen Längen verfügbar, nur diese Längen, die jetzt hier draufstehen, die kann man halt nicht bestellen. Da müsst ihr genau schauen, Link ist in der Videobeschreibung. Die haben auch noch andere Kabel zur Verfügung, wenn ihr das durch ein Leerrohr schieben wollt und so. Ihr wisst, was ich meine, wenn ihr jetzt das Unterputz habt. Wir schauen da jetzt mal rein. 8K ist schon eine krasse Auflösung, 4K finde ich schon cool. Dieses Produkt hat jetzt die Länge von 10 Meter und ja, ich wüsste jetzt nicht, was ich mit 10 Meter hier jetzt erstmal anfangen soll. Aber ist schon mal interessant zu wissen, dass es 10 Meter gibt. Also da, die 10 Meter werde ich ja natürlich verwenden müssen, ich kann es ja nicht irgendwo durchschneiden. Und ne, der magische Moment, schön eingepackt, okay, mit Tütchen drum. Ist auch nur ein Kabel, braucht man jetzt auch nicht viel polstern, das sehe ich genauso. Was sagen Sie denn hier zu uns? Das ist arg-fähig, 8K oder 4K. Das soll bis zu 48 Gigabits pro Sekunde übertragen können. Das ist schon mal ganz schön. Euer Fernseher braucht natürlich dafür die Auflösung 7680x4320. Das wäre 8K, aber ist natürlich abwärtskompatibel. HDR10 soll auch funktionieren. Das können wir zufällig mit der Xbox ausprobieren. Das hat sie ja. Und 4K HDR können wir natürlich auch benutzen. Wie gesagt, abwärtskompatibel. Es ist arg-fähig. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel auch eine Soundbar oder euer Audiosystem mit anschließen. Wichtig dabei ist nur zu beachten, dass ihr den HDMI-Anschluss habt, der dafür benötigt wird. 2.1, glaube ich, sollte man dafür haben. Und euer Soundsystem oder euer Receiver sollte das natürlich auch unterstützen. Natürlich ist das Ganze hier mit Konsolen, Set-Top-Boxen, Computer und Projektor und sonstiges kompatibel. Ihr dürft es, wichtig ist dabei, so ein 40 mm ist der Radius oder der Winkel für den Radius. Weiter dürft ihr es halt nicht knicken, weil es ist natürlich ein Glasfaser und dann würdet ihr das kaputt brechen und das wäre natürlich nicht so schön. Genau, hier ist auch noch, dass es hier HDCP, also diesen Kopierschutzstandard 2.2 oder 2.3 unterstützt. Das ist schon mal sehr interessant. Und es soll ein Zink-Alu-Material sein, was das Ganze hier abschirmt. Okay, so viel vorab. 48 Gigabits pro Sekunde habe ich schon gesagt und die Farbe ist schwarz. Ich muss das mal kurz an. Kabel habe ich eigentlich noch nie hier so wirklich getestet, außer Ladekabel. Aber hier so HDMI-Kabel und so eigentlich noch nicht. Es sieht sehr interessant aus. Hier ist irgendwie noch ein Netz zum Schutz drumherum und nochmal ein Schutz, dass hier nichts in die Anschlüsse kommt. Das natürlich vorher abziehen. Schön vergoldete Anschlüsse. Das sieht schon mal sehr interessant aus. Hier steht auf jeden Fall nochmal UHD, das kann man so schlecht sehen, die Kamera macht nicht mit, ich muss es in der Hand halten. UHD 8K steht hier drauf und wichtig zu beachten ist, dass ihr zum Beispiel von der Quelle bzw. von dem Punkt, wo ihr das Signal herbekommt,
Source anschließt, das wäre in diesem Fall meine Xbox oder ja in eurem Fall vielleicht auch was anderes, und das hier ist das Display oder Projektor oder vielleicht auch Aufnahmegerät, wie jetzt zum Beispiel ein Elgato HD60S oder Ultra oder was es da auch immer gibt. Das natürlich entfernen, aber vielleicht auch nicht wegschmeißen, vielleicht kann man das nochmal gebrauchen. Hier finde ich schön, ist auch direkt Kabelmanagement vorhanden, das heißt überschüssiges Kabel könnt ihr wieder aufwickeln. Das finde ich auch schon mal schön und ja, fangen wir mal an, das Ganze zu installieren. Es fühlt sich auf jeden Fall anders an, als man es gewohnt ist. Wenn ich das jetzt hier so knicke, okay, behält es so den Knick auch bei. Das finde ich auch interessant, seht ihr das? Das war ja eigentlich vorher gerade, so viel knicken darf man es auch nicht, aber es behält den Knick bei. Das finde ich schon mal ziemlich praktisch, weil manchmal ist das total nervig, wenn die Kabel versuchen sich ja, wieder so in diese Ursprungsform zu begeben, und hier scheint es nicht so zu sein. Ja, was fällt mir hier noch auf? Hier der Schutz ist ganz cool. Aber sonst keine Beschriftung drauf, auf dem Kabel nichts. Naja, probieren wir es mal aus. Ja, Freunde, Installation möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Wir werden das ausprobieren. Ich muss erstmal schauen, wie ich das Ganze hier irgendwie veranstaltet kriege. Weil ihr seht selber, das Ganze ist hier so ein bisschen riesig. Abrolle, was zum Display kommt. Also Display kommt jetzt ins Display. Und Display zu Display. Display und das kommt erstmal nach unten. Das HDMI-Kabel, man sieht es wieder so schlecht, habe ich natürlich hier hinten an dem Fernseher eingesteckt. Das ist das fürs Display. Das müssen wir auf jeden Fall beachten, weil es funktioniert nur in eine Richtung. Wir sehen jetzt hier, steht Source drauf, also Quelle. Und das stecken wir jetzt einmal in unsere Xbox. Das kommt jetzt hier in meine Xbox rein. Wo ist es? Da unten. Zack. Einmal eingesteckt. Ich zeige euch das mal. Ich hole euch mal ein bisschen näher. Wir haben hier oben so ein Infopanel. Da sehen wir, dass das Ganze auf 120 Hertz läuft und geringe Eingangsverzögerung. Das ist schon mal ganz cool. Und wir haben jetzt hier, ne, ich hatte vorher Bildgröße, ist ja klar, 32:9, aber es ist ja ein 16:9 Display, und was jetzt hier wiedergegeben wird, deswegen sollte man das anpassen. Wir haben natürlich noch die Möglichkeit, ja, HDMI 1920x1080 auf 60 Hertz läuft das gerade, und das können wir jetzt natürlich erstmal umstellen. Aber gut, ich habe jetzt hier kein Dolby Vision an diesem Setup, das ist hier nicht möglich, und das Ganze funktioniert nicht. Es wird aber zum Beispiel HDR10 unterstützen und 4K 10-Bit, sogar mit 24 Hertz, 60 Hertz, also schon allerlei. Ihre TV-Einrichtung unterstützt 4K UHD bei 120 Hertz nicht. Naja, schauen wir mal nach. Ne? Da haben wir jetzt erstmal hier 120 Hertz. Aktivieren wir das mal. Ja, funktioniert. So, dann haben wir noch die Möglichkeit, dass wir hier HDR kalibrieren. Aber es ist HDR. Was ist los mit euch? Also. Ja, da seht ihr natürlich jetzt nicht so fertig. Und jetzt sollte das eigentlich auch in HDR dargestellt werden. Und okay, wir haben jetzt eigentlich das zugelassen, was dieser Bildschirm alles kann. Nur möchte ich das Ganze nochmal hier in 4K UHD haben. Wenn er dann noch mehr. 27:16:9. Okay, das scheint ja auch schon mal klar zu gehen. Aber warum er jetzt hier nicht auf 120 Hertz geht, das verstehe ich einfach nicht. Doch. Ah nein, dann geht er nur auf, okay, vielleicht liegt es einfach am Endgerät, dass es nicht besser kann. Scheinbar ist das so. Aber dann müsste er doch jetzt 4K eigentlich machen. Okay, 4K kann auch mit 60, aber das liegt dann wahrscheinlich an der Xbox. Vielleicht kann die einfach nicht mehr. Ist ja schon mal okay. Jetzt wollen wir mal, was wir jetzt hier genau haben. Also wir haben 120 Hertz in 4K. Das ist schon mal gut. Eine geringe Eingangsverzögerung. Ja, Freunde, also ich muss sagen, das Kabel, das ist auf jeden Fall für Gaming gut geeignet. 120 FPS unterstützt es, aber mein Bildschirm oder die Xbox kann nicht 120 FPS in 4K. Irgendwo sind da, glaube ich, die Grenzen erreicht. Ich sag mal 60, also es kommt immer aufs Spiel an und auch auf den Fernseher, welchen ihr dann in der anschließt. Ich glaube, die Xbox ist nicht gewohnt, 120 FPS darzustellen in 4K, oder sie kann es einfach nicht. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Woran das liegt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall funktioniert dieses Kabel. Und von mir erstmal einen Daumen nach oben, dass es funktioniert. Und 10 Meter, finde ich, ist schon eine Leistung. Und da muss man nichts verstärken oder so.
Signal ist da, wenn ich jetzt hier einmal hin und her springe, also es reagiert direkt, also so wie es soll und nicht irgendwie mit. Ihr seht ja auch, was da passiert, also es reagiert direkt und kann man schon gebrauchen. Verschiedene Längen, kauft euch auf jeden Fall die Länge, die ihr benötigt und ja, rechnet euch das vorher aus, wie viel ihr braucht und vielleicht noch einen halben Meter Angst dazu, wie man ja immer so schön sagt. Von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich finde den Preis, der ist eigentlich okay. Wenn man jetzt überlegt, ihr bekommt ein 10 Meter Kabel, was 4K unterstützen soll, sogar bis 8K für 40 Euro, kannst du nicht meckern. Das ist eigentlich so ein ganz normaler Preis für ein Kabel und ja, was passiert, wenn ich es knicke? Ja, man darf es halt nicht zu viel knicken. Ein bisschen knicken kann man, ne? Aber jetzt nicht so extrem. Immer dran denken, da ist ja irgendwie eine, ja, eine Ader drin für Glas oder aus Glas oder mehrere. Ich weiß es nicht, was da drin ist. Es fühlt sich auf jeden Fall dünner an. Wenn ich das jetzt mit anderen Kabeln vergleiche, auf jeden Fall fast die Hälfte von dem Kabel. Und ja, so knicken ist da genauso gut möglich wie da. Nur da muss man halt Angst haben, wenn man das zu krass knickt, dass man vielleicht das Kabel auch kaputt macht. Also ich habe noch bis jetzt kein Kabel gesehen, was man so krass knicken kann. Bei mir im Haushalt, aber ich habe auch nicht wirklich danach gesucht. Okay, von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Möchtest du mehr meiner China Gadget sehen, auf jeden Fall abonnieren und nichts zu verpassen. Abonnieren auf YouTube ist kostenlos und Link zu dem Produkt wie immer unten oder mittlerweile auch an der Seite in der Videobeschreibung. Das macht dann ja total verrückt. Und danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Björn.